So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tagtraum 98. So, jetzt haben wir uns hier diesen... Hatten wir es gesehen in der letzten Aufnahme? Ja, diese Zange geholt. Und dann gehen wir wieder zurück ins Aquarium, ne? Aquarium. Naja. Atrium meine ich halt, ne? Den Garten, in den... Oh! Ey, so viel! Digga, kotzt mich nicht an. Du kotzt mich an. Nicht doch. Alter, ehrlich, ich hab dir das Gehirn geschossen. Ab mit dem Kopf. So, ich muss mal ganz kurz mal mich rehabilitieren. Was sagt denn meine Gesundheitsstatus? Der steigt wieder halt, ne? Müssen wir das Aquarium nochmal irgendwie finden, ne? Das ist, man muss sich vorstellen, Inka sitzt neben dir und fängt auf einmal an zu telefonieren, wenn du eine Aufnahme machst. Dabei weiß sie ganz genau, wie viel unnötige Extraarbeit es ist, diese Scheiße jedes Mal rauszuschneiden. Aber es interessiert Inka ja nicht. So! Ich weiß gar nicht, den Weg gar nicht mehr, ich habe das schon wieder vergessen, ne? Ah, finde ich gleich. Geht gleich los. Ich hoffe ja, dass ich nochmal Motivation hier finde, ne? Jetzt sind wir im Quarantänezentrum. Könnten wir hier rein? Ah! Moment, war das nicht irgendwie so ein Schloss, wo wir... Na klar, wo wir hacken können. Oh, hoffentlich kriege ich das hin. Das letzte Mal ging es ja auch. Warum soll es denn jetzt nicht klappen? Ja. Bitte, nein! Habe noch eins. Ich glaube ja, wir hatten noch eins gehabt, ne? Scheiße, das war so knapp. Ich schwöre. Ja, geht doch. Geht doch. Alter, geht doch, Digga. Egal, geht doch. Ja, da kriegen wir wieder was zum Lesen. Ich will aber nichts zum Lesen haben. Sondern vielmehr Motivation. Eine Spritze kriege ich. Dafür mal. Oh, Alter. Krass. Dieses Poster. Ich will Motivation haben. Naja, gut, das kann uns auch heute helfen. Ja, Motivation. KSPD. Spezialkugeln. Das ist die Schrotflinte. Haben wir ja gelernt mittlerweile. Ich meine, Schrotflinte, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, Schrotflinte hätte gereicht. Aber es muss KSPD sein. Oder KSPO? Wo war das Aquarium nochmal? Ne, hier nicht. Warte, das war woanders. Oh, Digga! Bist du irre? Arschloch. Und wie ich am Dampfen bin, ne? Warum kotzen die mich an? Ich finde das eigentlich bei Resident Evil viel cooler, wenn die Zombies sich anknappern. Das finde ich geiler. Muss ich ehrlich gesagt mal sagen. Keine Motivation mehr. Oh, Scheiße. Aha. Er bleibt aber liegen. Einzelnachladen, ey.
glaube, ich lüge. F, ne? Geht das schon wieder los? Kann ich schon wieder nichts machen? Oh, das Spiel hat Spackungen. Oh. So. Mal gucken, ob das jetzt hier wieder vernünftig weiterläuft. Man muss den ganzen Scheiß ja bloß auch mal wieder zurückspielen, ne? Das ist der ganze Müll ja auch. Das nervt total. Oh, hier, Motivation. Oh. Ja, das muss sein. Das muss definitiv sein. Müssen wir unbedingt Checkpoint finden. Das ist das Aquarium hier auch, ne? Genau. Dann lass uns mal rein da. Wenn wir denn da rein können. Aha. Oh, nee. Benutzt. Hinein ins Vergnügen. Oh, jetzt finden wir die Magnum. Na, das ist ja mal interessant. Nice, nice. Haben wir die nachgeladen? Die ist nachgeladen, ne? Was sollen wir noch finden? Wahrscheinlich nicht nur die Magnum, ne? Da. Alter. Zombie-Action. Oh, bitte, warum habe ich denn mich da verdrückt? Wir kommen nicht durch die Scheiben gespankt oder so ein Scheiß, ne? Nee. Magnum dafür ausgeben? Scheiße, leer. So. Sollte es gewesen sein. Die sind ganz schön schnell am Start, die Jungs, ha? Huh? Aber die Musik hört nicht auf, ne? Die macht immer du-du-du-du-du-du-du-du. Oh, nee, ne? Jetzt ist das Spiel schon wieder abgekackt. Das kann nicht sein, Leute, ehrlich. Das kann nicht sein. Ich hoffe nur, dass er hier gespeichert hat. Das ist nicht normal. Warum hat es das Spiel immer, ne? Auf einmal. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mann, 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 Mann. So. Jetzt habe ich die mal abgeknallt mit den Dings, mit der Dingenskirchen-Handgun-Flinte hier. Energy Drink. So, jetzt hat... wir das Ventil benutzt. Oder geholt. Und ich hoffe, dass, wenn das jetzt nochmal abscheißt, dann beende ich die Session für heute. Und... das Schritte? Oder ist nur Musik? Wo sollte ich denn dann mit dem Ventil hin? Das muss ja irgendwo sein, wo es brennt oder so, ne? Capri-Sonne. Warte mal, die sind von da gekommen. Da konnte man ja noch nie durch. Wetten, wir können da immer noch nicht durch. Zombies ja, wir nein. Und so ist es. Tja, das ist eben mal das Tor der Verdammten, der Toten. Ne? Die Musik setzt einen total in Alarmbereitschaft. Können das diese Sprinkleranlagen sein? Ne, dazu sagt er auch nichts. Gehen wir da durch. Boah, ich dachte, der hängt schon wieder, Alter. Das ist echt total anstrengend, warum der auch so hängen muss. Ich verstehe es nicht. Was da los ist mit diesen... mit diesen...
Dass er da so abspackt jetzt, dass du ihn auf absolut gar nichts mehr drücken kannst, ist mir echt ein Rätsel, warum das Spiel so ist. Können wir hier irgendwas nutzen, womit wir hier durchkommen? Ich hätte es jetzt so erwartet, ne? Emergency Gate, ich glaube nicht. Notaufnahme halt, ne? Hm. Gut, überall sind hier diese Alarmdingens. Aber so wirklich. Warte mal. Runter vielleicht nochmal zum Parkplatz? Alter, ich glaube, ich muss mal eben mal ganz kurz mein Handy leiser machen. Hallo, Handy. Leiser. Ist das? Nee. Meint ihr, dass wir da runter müssen? Ich meine, ich stelle mir vor, wenn wir jetzt ein Ventil haben, dann gehe ich ja davon stark aus, dass wir irgendwie vielleicht Wasser aufdrehen müssen. Jetzt hätte ich ja gedacht, dass es dieser Bereich da, jetzt wo wir gerade gewesen sind, dass das derjenige welche ist. Gab es denn sonst noch irgendeinen verbrannten Bereich, abgesehen von denen jetzt hier? Wir irgendwie durch hier vorne. Nee. Warte mal. Ich dachte, ich hätte gerade noch Munition gesehen. Ich sag doch mal. Wo war denn noch was? Hier runter vielleicht? Ja. Das sollte vielleicht nicht ganz so sehr rausstürmen. Hier! Nee. Wieso können. Wenn wir raus wollen aus dem Krankenhaus, ne? Warum schlüpfen wir nicht durch das Gatter da durch? Keine Ahnung, ne? Ich dachte, ich erinnere mich hier. Ach so, das haben wir immer noch nicht, ne? Ach, schade. Gibt es hier eine Tür, die man aufmachen kann? Ja. Waschmaschinen leben länger mit Calgon. Guck mal einer an. Und können wir das andere hier ranpieken? Nee. Jo. Huch! Moment, warte mal. Hä? Ach so, jetzt hat er das so gemacht, alles klar. Huch! Ach, haben wir es angebaut? Okay, warte mal. Nee. Die Musik dann immer gleich, ne?
Muss das alles gleich sein? Ich denke mal, ne? Aber haben wir in der Mitte ja gar nichts, ne? Warte mal eben. Oh. Das sollte niemals hin. Ah, wobei einer? Nee. Oh, nein, 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 nein! Aber das muss jetzt ziemlich. Nein, nein! Ach, doof. Muss ja ziemlich drucknah sein, ne? So, guck mal, den haben wir auf grün. Und dann sinkt der Druck auch beim anderen. Jetzt müssen wir es eigentlich haben, richtig? Yay! Und jetzt können wir da oben rein, wo wir hin wollten. Für den vermissten Agenten in der Entbindungsstation, die in die Luft gegangen ist. Jetzt werden uns massenweise Zombies entgegengeworfen. Oh. Einfach erstmal so weglaufen einfach. Ach ja! Na, damit hätte man ja gar nicht rechnen können. Das ist der andere, ist wie so ein Tyrant, ne? Oh, oh, oh. Ah. Wir haben ziemlich wenig Munition. Und ein Frosch im Hals. Ja. Nur 6 Schuss drauf, ne? Wo war der verbrannte Bereich da? Glaube ich doch. Aber wenn sich wieder Zombies uns in den Weg stellen wollen, wird die Sache auch ganz, ganz anders aussehen. Mhm. Aber ich finde, Samuel macht das ziemlich gut. Lädt. Scheiße, wir haben uns, verlaufen. Wir sind im Aquarium gelandet. Oh Mann. Stimmt, der Bereich war ja da beim Fahrstuhl. Oh Gott. Tomji, Mann. Tomji. Lädt. This way. Genau, dann gehen wir hier rechts ums Eck und happy das. Was? Was ist denn das? Also ihr seid auch alle schon durchgekocht, ja? Gehirn weggematscht und ihr habt keinen Bock, irgendwie mir zu folgen noch. Die Tür ist schon, glaube ich, total verrottet. Was denn? Er war zermatscht und total verrottet. Und hat kein Interesse, mir zu folgen. Habe ich ihm gesagt. Und er sagte, ja, alles klar, hast irgendwie recht. Wenn wir Munition finden würden, würde ich das sehr... unglaublich finden, dass die aber so Feuer standhalten würde.
Und anschließend Wasser. Feuriges Wasser. Aber hier. Munition. Aber klar. Bist du bescheuert? Warum macht dieses Spiel so etwas? Ach, weil dieser Hubdings da gehupt hat. Naja, klar, der hupt ja erst dann, wenn wir da sind, ne? Alter, hör mal. Und da wären wir. Die Entbindungsstation. Oh, der sieht ganz aus wie deine Mutter. Und der, ach, das sind Luftballons, okay. Wie? Was? Ei! Dickerchen! Ja. Oh, wo habe ich denn den Kopf weggemacht? Ein bisschen Hals ist noch dran und so ein bisschen Kiefer. Mich würde es nicht wundern, wenn irgendwie auf dem Scheißhaus irgendwie jemand hockt. Oh, warte mal das. Hör mit. Auf dem Scheißhaus findet man so etwas. Gesundheitsflüssigkeit. Apropos Gesundheitsflüssigkeit, lass uns damit mal uns mal erquicken. Zu Gemüte führen. Können wir nicht? Lady, Lady! Wir können drüber reden. Sie werden irgendwann mal wieder hübsch aussehen. Glauben Sie mir. Ups. Nun nicht mehr. Wow, was für eine Freund. Ach so. Er mit seinem Matsch am Paddel immer, ne? Boah, wie das immer total der Übergang einfach nur so schlecht ist. Weil einfach dann so nichts mehr sieht. Resident Evil! Was? Zombie? Okay. This is the place where I was born. Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag. Oh. Alter. Diese hässlichen Fratzen, ey. Ganz schön groß die Entbindungsstation, ne? Nein, nein! Irgendwie wollte gerade mein Ding nicht funktionieren. Hört sich auch doof an, denn mein Ding wollte nicht funktionieren. Ist aber schlecht, ne? Aber wir sind im Krankenhaus, dafür gibt es ja Medikamente. Was? Ah. Oh ja. Was ist denn das? Mein Inventar ist voll. Sollten wir uns nochmal so eine Erquickung geben hier? Oh, wir haben gar keine Erquickungen mehr.
So. Puh. Achso, das hier. Was war das? Adrenalin, ja. Warte mal, da ist doch hier so ein... Hier beim Fernseher hier. Na Digga, bleibst du schön liegen, ja? Ach, ist er das? Doc, it's me. Sorry, but your colleague didn't make it. I found him, but was too late to... Mr. Walker, don't dwell on useless chatter. Just check the status of the computer equipment in the room. Did Dr. Kimball complete his work? The screen for the terminal display... What? Listen, Doc. I am done playing your fucking dirty little games. All I've been doing this whole time is implicating myself in whatever the hell crimes you've committed here by erasing evidence. I do not take kindly to being blackmailed by weirdo fucks in puffy white coats, and I ain't your damn puppet! My role as your accomplice in this fucked up horror tale ends now. I'm heading your way, Doc. And when I get there, you'll do well to give me exactly what I risked my ass for in this godforsaken labyrinth. Okay. Da waren wir wohl ein bisschen sauer. Oh. Oh, das Sandmann. Er hat Sandmann gefangen. Wieso hat er denn Sandmann gefangen? Dr. Atherton, what's wrong? Answer me! Fuck, fuck, fuck! Tja, das Thema hat sich jetzt erledigt. Mit Dr. Spielchen hier. Schluss mit Dr. Spielchen. Was? Was ist das? Oh Gott! Der hat mich gekillt. Wieso das denn? Wow! Das habe ich nicht kommen sehen. Der Doktor ist tot. Er macht die fucking Tür auf, oder konnte ich hier raus? Hm. Bla bla, Doc ist tot. Hier habe ich nichts mehr. Ist das so, dass ich hier auch gar keine... Ja, ich habe gar keine Medikits mehr. Mach die scheiß Tür doch jetzt auf. Wieso macht er denn die Tür nicht auf? Meine Güte, lass mich doch jetzt durch die Tür. Da hockt er ja noch. Wieso kann ich nicht mehr durch die Tür? Ja, ja, tot, bla bla. Wir kommen wieder zurück. Ja, mach die Tür auf, Junge. Alter Schwede, muss ich jetzt mal Zauberrätsel sagen hier. Ja, kann man es überspringen? Oh, damit hätte ich aber rechnen müssen, ne? So, das kommt. Aber einfach wird das nicht. Und dann hat er mich da mit seiner ekligen Platzbeule da gleich zum Explodieren gebracht, wa? Schweinepriester. Was ist? Okay. Die Marktnummer haben wir noch gar nicht abgecheckt. Deswegen denke ich mal... Don't come any closer. No! No! Doc? Dr. Atherton, what's wrong? Answer me! Fuck, fuck, fuck!
Spritzt er mit seiner Säure schon rum, ne? Ist er tot? Also Magnum-Munition ist ziemlich geil, Digga, ne? Da hast du nichts entgegenzusetzen. Habe ich echt nur noch 3 Schüsse auf der Magnum? Ach, der lädt die auch einzeln nach? Tatsächlich. Ziemlich cool gemacht eigentlich so, ne? Aber es gibt ja auch diese Trommelaufsätze, die du da wieder reinschiebst neu. Wo kommen wir hier wieder raus? Aus diesen Krankenabteilung hier. Ja, hat jemand nochmal Motivation für mich hingelegt. Nett, oder? Da sind wir gerade vorbeigelaufen und jetzt auf einmal, neue Motivation. Oh, danke schön. Boah, ganz schön weiter Weg gewesen. So, da wären wir. Aha, guck mal, jetzt ist er die Tür offen. Das ist nett, oder? Jetzt hat er die Tür aufgemacht. Nein, er ist tot mit Sicherheit. Doktor? Das war er bestimmt. Dr. Lang. Dr. Pferdeschwanz. Schluss mit Dr. Spiele, sag ich doch. Dr. Pferdeschwanz ist tot. Mein Inventar ist voll. Ach, ist das bedauerlich, oder? Nehmen wir mal hier so einen Capri-Sonne trinken. Momentan habe ich aber auch nichts zum Hacken gefunden, wofür ich jetzt auch gerade meine Kabel benutze. Leichenhaltschlüssel, klasse. Entkomme durch die Leichenhalter aus dem Krankenhaus. Ja, und der Weg wäre wohin? Wie komme ich da hin? Da müsste ich mal auf unseren Dings gucken. Entbindungsstation. Dings Operationsraum. Ich würde vermuten. Labor. Garten. Entspannungsraum. Wo wäre denn die Leichenhalle? Kann man das hier größer machen? Legende F. Ziel. Ich komme durch die Leichenhalle aus dem Krankenhaus. Der Mörder ist aufgewacht und hat all in Stücke gerissen. Inklusive diese Dreckskerl, Doktor, bla bla bla. Ich muss sofort von dir verschwinden. Okay, das ist gut. Ja. So. Ich dachte, er zeigt mir bloß. Ja, das ist ja toll. Ich dachte, er zeigt mir bloß einfach. Archiv, Garage, Heizungsraum, Haupteingang, Hubschrauberlandeplatz, Entbindungsstation, Kinderstation, Rezeption, Operationsraum, Labor, Garten, nix. Ach, herrje. Wo auch immer jetzt der Leichenraum ist, ne? Die Frage ist weg, wo muss ich denn jetzt hin? Restroom. Ich glaube, ich würde es echt durch eine Operationssaal, weil man stirbt dann im OP. Und dann weg damit. Was sollen die ja noch das quer durch den ganzen Krankenhaus herschieben? Hier würde ich vielleicht gehen. Ne. 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 Aber hier gibt es keine weitere. Doch. Aber die Tür geht nicht auf. Welch ein Schicksal erwartet uns? Das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.